Moin. Hi. Zimmer vertan? Schlafwandelst du? Ja. Nee, ich bin hier genau richtig. Vanessa, was machst du hier? Ich bin mir immer noch sicher, Live denkt zu viel. Ich muss ihm mit etwas ködern, was bei jedem Mann wirkt. Ich muss meinen Körper einsetzen. Dem kann Live garantiert nicht widerstehen und der Rest kommt dann automatisch. Morgen. Moin. Wolltest du ins Bad? Ich wollte gerade noch ins Bad. Ja, gleich, aber ich wollte eh noch mal mit dir quatschen. Du brauchst mir echt nicht aus dem Weg zu gehen, ich merke das doch. Und ich weiß, dass es am Anfang ein bisschen schwierig war, aber ich habe das wirklich verstanden, dass es zwischen uns eine Freundschaft ist und dass es das auch war. Und ich glaube, ich brauche einfach ein bisschen mehr Zeit dafür, weil wir so nah beieinander sind und miteinander wohnen. Und dann die Emotionen direkt auszuschalten, das kann ich jetzt auch nicht. Und da brauche ich einfach ein bisschen Zeit. Nein, alles okay. Ich will dich ja auch nicht aus meinem Leben verbannen. Weißt du, ich wäre halt nur froh, wenn man dann irgendwann den Weg findet, wo wir beide cool miteinander sein können. Ja, sehe ich genauso. Deshalb, ja, sehr gut. Bart, später. Ja, ich wollte mich auch noch dafür bedanken, dass du mich letzte Woche gerettet hast, nachdem ich dich extra eifersüchtig machen wollte mit diesem DJ, den abgeschleppt habe und mich ja eigentlich auch selber in diese Situation angebracht habe, aus der du mich da retten musstest. Das ist echt sehr, sehr, sehr lieb von dir gewesen. Und ich weiß auch nicht, was ich gemacht hätte, wenn du nicht da gewesen wärst. Ja, also ganz egal, warum du was mit dem Typen machen wolltest oder so, aber der hat einfach eine Grenze überschritten und Nein heißt Nein und man hat halt sichtlich gesehen, dass es ein ganz, ganz klares Nein von dir war. Selbstverständlich ist es aber trotzdem. Ja, aber dafür sind Freunde ja da. Okay. Oder nicht? Deshalb, Freunde? Freunde. Alles klar. Ich sag Bescheid. Willst du auch einen Kaffee? Ja. So, ist zwar nicht ganz korrekt, was ich hier mache, aber der Zweck heiligt die Mittel. Der Köder ist ausgelegt, jetzt muss nur noch der hübsche Fisch anbeißen. Scheiße! Mann! Live! Ja? Kannst du mir mal bitte helfen? Wobei denn? Das Wasser ist total kalt. Ich wollte gerade baden gehen und ich habe auch warm gestimmt, ist trotzdem arschkalt. Ich habe alles ausprobiert, keine Ahnung. Ja, weiß ich, ja. Normalerweise müsste ich da irgendwo eine Heizung halt dran. Ich habe auch keinen Bock, den Vermieter jetzt mal anzurufen wegen so einer Scheiße. Also mal, normalerweise ist es so. Was war's? Du hast auf kalt gestellt. Nein, hab ich wirklich nicht. Ach so, tut mir leid, war mein Fehler. Ja, vielleicht. Ich hab's auch auf jeden Fall aus. Es war auch rot. Auch ich weiß. Ich heißt warm, ja. Blau heißt kalt. Du hast bestimmt doch damals Rot für Mathe verwendet, ne? Nein, hab ich nicht. Du bist bestimmt sorry, so aber dann habe ich ja dich und du hilfst mir immer. Also es ist jetzt warm. Es sollte jetzt warm sein und auch warm bleiben, ja. Alles Gleiche. Okay, bitte einmal raus. Ja, klar doch. Dann viel Spaß beim Planschen. Danke. Nee, oder? Scheiße! Also, was? Cool. Und wenn das jetzt die andere Klinke war, ne? Ey, dann raste ich aus. Haben wir jetzt zufällig noch eine Zange oder sowas? Eine Zange, genau. Ich nehme als Badezimmer immer eine Zange mit. Nee, natürlich nicht. Fuck, Mann. Jetzt ist dieser scheiß Bolzen auch noch so weit raus! Okay, hast du ein Handy dabei? Ich wollte gerade baden gehen. Ich hab ein Handtuch an, ich hab nichts dabei. Sind wir jetzt hier eingesperrt oder was? Ja, anscheinend schon, ja. Dann guck mal, ob wir hier irgendwas finden, wo ich die Scheißtür hier aufmachen kann. Doof, ne? Jetzt sitzen wir im Bad fest. Und ich hab fast nichts an.
Das ist aber auch echt total gut gelaufen. Schwester Vanessa, ich komme hier nicht wirklich weiter. Ich habe hier einmal Ihr Werkzeug. Dankeschön. Siemens Kapelle soll es doch richten, oder nicht? Ja, das muss eigentlich passen. Ach, das sieht schlecht aus. Was anderes? Komm, was war damit? Das ist ein Pinsel. Gehen. Schwester Vanessa, der verliert ihn. Wir verlieren ihn. Schnell, verdammte Scheiße. Wie ist der Puls? Bitte, Willi, überlebe. Sieht nicht gut aus. Wie ist der Blutdruck? Wird er durchgekommen? Ich weiß noch, das krieg ich auch so hin. Ich krieg das nicht. Ich komm raus, jetzt so. Schwester Vanessa. Wir haben den Patienten verloren. Wir haben ihn verloren. Todeszeitpunkt. Scheißegal. Ich hab keine Ohren. Ah, fuck, Mann, Alter. Das ist doch nicht wahr, Alter. Wir haben hier drin ein bisschen. Ja, super. Aber ich wüsste auch, was wir in der Zeit noch machen können. Hast du doch noch eine Zange, ja? Mhm. Ich krieg diese Scheiße da. Das muss doch hier irgendwie rausgehen. Ich hab noch das hier, aber ich glaube, das hilft dir nicht. Ich glaube, das geht nicht. Meinst du, sie ist stabiler, ja? Kannst du vielleicht. Du bist ein bisschen im Licht, kann das sein? Ja. Komm, jetzt hab ich's doch. Jetzt. Live, lass es. Warte. Hallo? Hallo? Ja. Malte, bist du das? Ja. Boah, wir sind hier eingesperrt. Vanessa und ich sind hier eingesperrt. Kannst du uns vielleicht rauslassen? Das wäre echt super. Was ist das denn passiert? Digga, keine Ahnung. Die Klinke ist einfach abgefallen oder so. Guck mal auf den Boden, da muss die Klinke liegen. Aber ich glaube, das geht auch nicht einfach so okay, wieder auf. Okay, ja. Ja, die Klinke steckst dann bitte wieder rein und ich drücke gegen, damit der Bolz nicht rausfliegt. Genau, drück gegen, genau. Ich steck ihn rein, ja? Ja, bitte. Okay. Achtung! Ja, ich warte. Aua. Hallo? Halleluja. Super. Danke dir. Ey, mach wieder auf! Mach wieder auf, Mann. Ja, sicher. So, jetzt mach Tür auf. Ja, am besten heute noch, wenn's geht. Ich hab Silvesterkarten. Ist nichts passiert. Danke. Danke, Malte. Junge. Ohne dich wären wir da bestimmt noch ein bisschen länger drin gewesen. Dankeschön. Alles cool bei dir? Naja, nicht wirklich. Wenn du quatschen willst, sagst du Bescheid, ja? Ich hole nur ein paar Sachen und gehe ich wieder ins Hotel. Okay, Mann. Tja, Patient verloren, aber wir sind draußen. Cooles Team. Check. Sehr gut. War ja gegen Ende doch noch ganz lustig, oder? Fand ich auch. Alter, durch die Tür. Life ist so süß. Und er findet, dass wir ein gutes Team sind. Und alles ist so easy und locker zwischen uns. Ich glaube, ich weiß, was er mir damit sagen will. Mann, wo bleibt Live denn? Der soll endlich kommen. Ja? Ja, moin. Hi. Zimmer vertan? Schlafwandelst du? So. Nee, ich bin hier genau richtig. Vanessa, was machst du hier? Ich liege in deinem Bett. Ja. Das ist ja die Frage. Was machst du hier? Leif, du kannst es doch einfach zugeben. Vorhin im Bad hast du selber gesagt, dass wir ein gutes Team sind. Und ich merke das einfach, dass von dir aus da immer noch was ist. Und deswegen dachte ich, besuche ich dich einfach mal. Okay, Vanessa, weißt du, wir sind ein Team. Okay, das habe ich gesagt. Gutes Team, aber Team auf freundschaftlicher Basis. Okay. Und nichts anderes. Ja, okay. Und jetzt wäre es gut, wenn du gehen könntest. Ja. Die Decke kannst du mir dann nachher mitbringen. Oh Mann, wie peinlich war das denn? Er hat das gar nicht so gemeint. Aber ich habe mir das doch nicht eingebildet. Ja. Hey. Was willst du? Lass doch noch mal kurz bitte wegen vorn quatschen. Das ist irgendwie. Ich glaube, da ist ein riesengroßes Missverständnis. Okay? Ja. So, ich. Ich wollte dich da jetzt auch nicht rausschicken, aber du hast mich da halt irgendwie so. Weißt du, musst erst mal klarkommen, bisschen Gedanken sortieren und. Ja, Live, du brauchst mir das nicht schon wieder erklären. Ich hab's wirklich verstanden. Du willst nicht mehr von mir, da ist nichts. Alles cool, wirklich. Und das, was ich gerade gemacht habe. Das ist einfach nur peinlich. Ich hab dir keine Signale gesendet, okay? Hab ich nicht. So. Naja. Von meiner Seite aus nicht, aber das zeigt mir halt ganz einfach, dass wir wieder nicht eine Sprache sprechen. So, weißt du, du musst es doch merken. So, wir sind so
zwei unterschiedliche Typen, das passt halt einfach nicht. Und warum versuchst du die ganze Zeit irgendwelche Dinge zu sehen, die einfach nicht existieren? Das soll nicht sein zwischen uns beiden. Okay, und das ist auch nicht das Ende der Welt. Ja, das sagt auch keiner. So, wir finden irgendwann nur noch das passende Gegenstück und dann, das dauert einfach ein bisschen, okay? Mhm. Also, Leif, ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock mehr, so ein Gelaber von dir anzuhören. Du kannst dir das gerne einreden, dass du mir keine Signale gesendet hast, aber ich habe das doch gemerkt, als ob ich spinnen würde. Geht's eigentlich noch? Und dann, ja, Freunde, aber irgendwie passt es doch nicht so gut, bla bla bla. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Wenn es so scheiße ist und so schwer mit mir, können wir es auch einfach direkt ganz sein lassen. Und dann brauchen wir gar nicht miteinander zu reden. Das wäre vielleicht das Beste und Einfachste für uns alle beide. Was hältst du davon? Kannst am besten auch einfach da direkt wieder rausgehen, weil dann lassen wir es und dann kommt es nicht zu so Reibereien und du musst wieder irgendwas erklären. Das wäre viel zu anstrengend. Ja. Aber danke, dass du mal vorbeigekommen bist. Echt super lieb. Klar, gerne doch. Ja. Kriege ich meine Decke noch. Bitte schön. Kannst du jetzt bitte gehen? Ja. Das war so daneben. Der kommt in mein Zimmer und sagt mir dann so, ja, wir können befreundet bleiben. Ach nee, doch nicht, weil ich dafür angeblich nicht bereit wäre. Genau, ich bin mal wieder schuld. Und er gibt mir irgendwelche Signale, ich gehe dann darauf ein. Und aber nein, wer ist die Blöde? Genau, Vanessa ist die Blöde, wer sonst? Geht's eigentlich noch? Meine Fresse. Oh, jetzt auch noch Toni. Mit ihr rede ich jetzt bestimmt auch noch über die Live-Kacke. Oh mein Girl. Also ich verstehe, dass du mit Toni keinen Bock hast, drüber zu reden, aber hatten wir diese ganze Situation nicht erst letzte Woche Mittwoch? Du erinnerst dich, DJ, Max? Ja, ich war dabei. Ja, und ich meine, überleg mal, da war das doch genau dasselbe. Du hast dir was ausgedacht, um Live eifersüchtig zu machen. Der Typ wurde übergriffig. Live wollte dich retten aus Häuflichkeit. Und was hast du gedacht? Dass das macht, weil er dich liebt, oder nicht? Ich habe ja auch gespürt, dass er mir da... Nein, alles gut. Also, es kann ja sein, dass Live dir irgendwie Signale sendet, ja? Aber meinst du nicht, dass du eine Frau bist, die es nicht nötig hat? Mann, du bist gestanden, du siehst geil aus, du hast einen geilen Charakter, so. Du musst doch nicht auf irgendwelche Signale von irgendwelchen Lappen warten, die nicht wissen, was sie wollen. Du hast einfach recht. Scheiß auf den. Ja, du hast recht. Ich bin jetzt auch an dem Punkt, ich scheiß auf Live. Ich hack damit ab. Ich konzentriere mich auf mich. Ich mache jetzt nur noch mein Ding. Ich brauche niemanden, der mich nicht will, das nicht will und dem ich hinterherrennen muss. Nein. Mach ich nicht mehr. Ich bin dann damit. Fertig. Da bin ich richtig stolz auf dich, mein Schatz. Ja. Hier seid ihr. Also erstens, die Bar ist übel voll. Also wäre cool, wenn ihr mal hinkommen würdet. Und zweitens, ich würde gerne morgen meine Schicht tauschen. Ja, ich komme mit dir ins Büro, okay? Alles klar. Später. Männer brauche ich echt nicht. Ich komme auch alleine klar. Und ohne Typen, die mir das Leben versauen, kann ich mich auch endlich mal auf mich konzentrieren. Und auf meine Karriere. Und in the end sind Männer doch sowieso nur im Weg. Wegen gestern. Das war alles gut. Echt doof. Also ich hätte dir früher Bescheid sagen müssen, dass ich komme. Und dann hättest du mich nicht alles nackt sehen müssen. Nein, alles gut. Ich hätte ja auch einfach klopfen können. Aber so ist zwischen uns alles cool, oder? Hey, was ist mit diesem Typ? Niki Scheller? Richtig. Der kennt mich gleich hier in Berlin. Rallye-Fahrer. Oh wow. Ich habe keinen Bock auf Jonas, der ständig mit Lynn rumhängt. Können die nicht einfach verschwinden? Lynn, ist das eigentlich dein scheiß Ernst? Hast du eine Macke? Du weißt ganz genau, was. Ja, was ist?